ihr Lieben, herzlich willkommen bei meiner Rezepte. Heute habe ich richtig super leckere Sonntagsbrötchen, Übernachtbrötchen für euch und kommen wir dann auch gleich zu den Zutaten dazu. Wir brauchen 500 Gramm Mehl, ich habe Typ 550 genommen, ein Teelöffel Salz, ein Päckchen Trockenhefe und so ungefähr 350 Milliliter Wasser. Das Ganze werde ich miteinander vermischen, nimmt dafür eine hohe Schüssel. Und dann kommt Wasser hinein. Das wird so ein flüssiger Teig. Und achtet darauf, dass ihr wirklich eine hohe Schüssel nimmt, weil der Teig geht ja über Nacht auf. Ihr braucht den Teig jetzt nicht lange zu kneten, einfach miteinander vermischen und dann abdecken. Dann lasse ich das auf Zimmertemperatur erstmal so eine Stunde gehen. Dann kommt der Teig in den Kühlschrank über Nacht. Das wäre es dann erstmal für heute. Nächsten Tag habe ich meinen Teig aus dem Kühlschrank rausgeholt und habe den dann eine Stunde im Zimmertemperatur nochmal ruhen lassen. Könnt ihr sehen, wie schön der geworden ist. Jetzt werde ich aus dem Teig Brötchen formen. Ich gebe ein bisschen Mehl darüber. Ich bestreue jetzt ein bisschen Mehl über die Bällchen. Und lasse die dann nochmal 15 Minuten gehen. Meine Brötchen jetzt mit einer Schere einschneiden und werde die dann bei 230 Grad so ungefähr 20 Minuten backen. Ich habe einen Topf mit Wasser gefüllt und gebe das dann auch noch mit in den Ofen ganz unten. Ich hoffe natürlich, dass euch auch dieses Rezept gefallen wird. Die müsst ihr auch unbedingt ausprobieren. Es ist richtig praktisch, am Vorabend den Teig vorzubereiten und nächsten Tag zu backen. Also für Sonntagsfrühstück ist das super geeignet. Unbedingt ausprobieren, kann ich nur sagen. Euch wünsche ich viel Spaß dabei und sage tschüss bis zum nächsten Video.